Heute habe ich noch meine Neuzugänge vom Juli für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir mit den beiden Büchern, die ich aktuell verborgt habe an einer Arbeitskollegin und euch somit nicht in die Kamera halten kann. Ich blende sie euch hier ein und zwar ist das erste Buch, was bei mir eingezogen ist, dieses hier, Rock My Dreams. Das ist der vierte und letzte Teil der The Last Ones to Know Reihe. Und wer mein Video dazu gesehen hat, weiß sicherlich, dass es für mich der beste Teil der Reihe war. Es war einfach ein so unglaubliches Buch. Es war so gut. Ich fand einfach die Charaktere so toll. Ich fand die Story so toll. Es war einfach, für mich war es das beste Buch der Reihe. Aber ich glaube, das lag einfach auch daran, dass ich mich mit Hayley am meisten identifizieren konnte. Und Mike war einfach ein Traumprinz. Also man kann es nicht anders sagen. Dieser Typ war einfach so Zucker. Also Wahnsinn, einfach der Hammer. Also ja, Rock My Dreams ist bei mir eingezogen und ich kann euch die The Last Ones to Know Reihe wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock auf Rockstar-Geschichten habt. Dann schaut sie euch auf jeden Fall mit an. Dann ist noch bei mir eingezogen der zweite Teil der Wellington-Saga. In diesem Buch geht es um Sebastian del Campo. Im ersten Teil ging es ja um seinen Bruder Alejandro und jetzt geht es halt um Sebastian. Und ich muss sagen, dass ich von dem Buch auch etwas anderes erwartet habe. Es war nicht so gut wie der erste Teil, muss ich dazu sagen. Und ja, war aber trotzdem noch eine richtig tolle erotische Geschichte. Auch wie gesagt, dieses Buch habe ich gerade nicht da, sondern verborgt. Mehr zu den Büchern dann in meinem Lesemonat, sonst schwafel ich hier wieder viel zu viel und mache hier wieder einen halben Lesemonat aus dem 90-Gänge-Video und das wäre doof. Das hatte ich schon, das will ich nicht nochmal machen. Deswegen ja, diese beiden Bücher sind noch bei mir eingezogen. Dann machen wir weiter mit einem Buch, was ihr schon kennt und zwar ist dieses Buch noch bei mir eingezogen. Big Rock, 7 Tage gehörst zu mir von Lauren Blakely. Und ich muss sagen, dass dieses Buch mich auch komplett überrascht hat, denn es wird aus seiner Sicht erzählt und nicht aus ihrer, so gar nicht aus ihrer, sondern wirklich komplett aus seiner Sicht und das war wirklich witzig zu lesen und es war wirklich toll zu lesen und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich erzähle euch mal kurz, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um Spencer und Spencer, seine Familie, besitzt ein Juwelengeschäft und die wollen dieses Geschäft jetzt verkaufen und der Käufer ist so ein ganz spießiger Typ und ja, so Familie und Kinder und ein gesetztes Leben und so und das ist so gar nicht Spencer seins und deswegen verkauft er seine beste Freundin Charlotte als Verlobte, damit dieser spießige Typ halt von seiner Familie und ihm einen guten Eindruck bekommt. Ja, und es passiert natürlich das, was passieren muss und Spencer und Charlotte kommen sich dann näher und wie das Ganze geschrieben ist, war wirklich zuckersüß zu lesen und es war toll, einfach mal das aus seiner Sicht zu sehen. Und obwohl man nicht aus ihrer Sicht gelesen hat, wusste man exakt, egal an welcher Stelle, wie sie sich fühlt. Und das hat sich in ihren Handlungsweisen und allem komplett wiedergespiegelt. Und ich glaube, jede Frau wird erkennen, wie sich Charlotte in diesen Situationen gefühlt hat. Und das war wirklich so cool, dass ich mich da so reinversetzen konnte. Aber ich erzähle schon wieder zu viel über dieses Buch, denn es ist kein Lesemonat, es ist ein Neuzugänge-Video, Susi. Also ja, tolles Buch, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr erotische Liebesgeschichten mögt, schaut euch Big Rock auf jeden Fall mit an. Ich mochte es sehr. Dann 3 Bücher, die ich euch auch diese Woche erst vorgestellt habe, deswegen auch hier nur im Schnelldurchlauf. Fighting to be Free von Kirsty Mosley, eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte über einen Typen, der aus dem Knast kommt und ein neues Leben beginnen möchte. Alles scheint perfekt und dann geht alles den Bach runter. I love it. Dann habe ich diesen Monat das Buch ja netterweise noch vom Verlag bekommen. True North, schon immer nur wir, auch dieses Buch kann ich euch... Und auch dieses Buch kann ich euch nur empfehlen, das war der Oberhammer. Die Handlung war sowas von anders, als ich es erwartet habe. Die Handlung hier war sowas von anders, als wie ich es erwartet habe. Und sie war einfach so toll und die Charaktere waren so toll und alles war so toll. Also es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Das ist jetzt der zweite Teil der Vermont-Reihe. Ich habe den ersten jetzt vorher auch nicht gelesen. Also man kann die Bücher unabhängig voneinander lesen. Ich werde jetzt aber definitiv den ersten noch lesen und freue mich dann schon auf den dritten. Und ja, auch dieses Buch kann ich euch wirklich nur empfehlen. Dann habe ich mir noch dieses Buch hier gekauft, Wie das Feuer zwischen uns, der zweite Teil der Romance Elements Reihe von Brittany C. Cherry. In diesem Buch geht es um Logan und Alyssa und Alyssa und Logan kommen aus unterschiedlichen Welten. Sie könnten auch unterschiedlicher nicht sein und doch verbindet sie eine Gemeinsamkeit. Und somit werden die beiden beste Freunde und ja, auch da geht dann alles irgendwann den Bach runter. Und mehr möchte ich euch auch an dieser Stelle nicht sagen, denn es ist kein Lesemonat. Wenn ihr auch zu diesen Büchern mehr wissen wollt, schaut in meine Videos. Die kamen die Woche erst online, da könnt ihr einfach mal reinschauen, da erzähle ich alles groß und breit, aber ich möchte jetzt nicht, dass dieses Video wieder hier ultra lang wird, denn es ist kein Lesemonat. Es ist halt, wenn man alle Bücher, die man kauft, auch gleich liest, ne, dann, Dann ist noch ein New Adult Buch bei mir eingezogen und zwar dieses hier, Game On, Chancenlos. Das ist der zweite Teil der Game On Reihe. Ich hatte ja hier den ersten Teil gelesen und der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, auch wenn der erotische Anteil da so ein bisschen viel für mich war. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf den zweiten Teil gespannt, denn hier geht es um den besten Freund von dem Charakter aus dem ersten Teil
Und ich habe im ersten Teil schon bei dem Typen hier gedacht, so holla die Waldfee. What the f... Was geht bei dem ab? Deswegen bin ich jetzt auch die Geschichte von ihm hier sehr, sehr gespannt. Und ja, ich freue mich jetzt, dieses Buch mitzulesen. Ich denke mal, ich werde es diesen Monat jetzt gleich noch mitlesen, denn ich möchte mir den dritten Teil auch noch holen, weil der vierte ja dieses Jahr auch noch rauskommt. Und ja, freue mich schon auf Game On. Ansonsten geht es in diesem Buch um Ivy und Greg Grayson und die beiden waren beste Freunde. Und Ivy ist dann für ein Jahr lang nach Europa gegangen, ins Ausland zum Studium und kehrt jetzt wieder zurück. Und plötzlich ist alles anders zwischen den beiden. Und ja, ich bin gespannt. Mal schauen, wie das Buch ist. Ich freue mich drauf, das Ganze zu lesen. Dann konnte ich es einfach mal wieder nicht lassen und musste einen Thriller kaufen. Und zwar diesen hier. Nirgends wirst du sicher sein von Nancy Busch oder Basch. Ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht. Ich fand es allein wegen diesem roten Buchschnitt mega cool. Und ich finde, es hört sich auch einfach toll an. Ich lese es euch mal vor. Um Haaresbreite entgeht Liv einem Massaker an ihrem Arbeitsplatz. Doch galt der Anschlag tatsächlich der Softwarefirma, wie die Polizei vermutet? Liv befürchtet, dass sie das eigentliche Ziel war und dass das geheimnisvolle Päckchen aus dem Nachlass ihrer Mutter etwas damit zu tun hat. Aber Undercover Detective Rafferty ist der Einzige, der ihr glaubt. Gemeinsam begeben sie sich auf eine beispiellose Jagd nach einem perfiden Killer. Und ich finde, das klingt doch echt gut. Irgendwann wird es mich überkommen und irgendwann werde ich Thriller lesen. Dann habe ich welche da. Und dieses Buch hat nur 3,99 Euro gekostet, deswegen musste ich es mitnehmen. Ich rechtfertige mich schon wieder, warum ich Bücher kaufe und ein Helikopter kommt. Und irgendwie habe ich gerade schon wieder das Bedürfnis gehabt, mich bei euch zu rechtfertigen, obwohl ich das ja gar nicht muss. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch gekauft und irgendwann werde ich es lesen. Irgendwann wird es mich wieder überkommen und ich werde es Thriller lesen. Irgendwann, eines Tages. Ich meine, ich habe früher Horrorbücher gelesen, ich habe früher sehr gerne Stephen King gelesen, aber momentan kann ich da nicht ran, aber das Buch hat mich wirklich sehr angesprochen und ich, wenn ich es gelesen habe, werde ich es euch natürlich erzählen, wie ich es fand und so. Deswegen, ja, mal gucken, wann das sein wird. Irgendwann ist mein Sub weg und dann habe ich nur noch Thriller stehen und dann muss ich die lesen. Ha! Wir alle wissen, dass das nie passieren wird, aber Träume sind Träume. Ach ja, als ich mit BookTube angefangen hat, hatte ich einen Sub von 3 Büchern. Und jetzt seht mich an, wohin mich das Ganze geführt hat. Über 100 Bücher auf dem Sub. Und daran ist nur Medimobs schuld und Rebuy. So, 2 Bücher habe ich jetzt noch, die ich gekauft habe. Und zwar habe ich ja letzten Monat mir das erste Buch der Engelsforce-Reihe gekauft. Zirkel. Und ich habe jetzt diesen Monat Feuer und Schlüssel noch gekauft, denn Feuer gab es bei Amazon für 6,99 und Schlüssel gab es bei Thalia im Onlineshop für 6,99. Und bevor ich diese beiden Bücher nicht mehr rankriege, dachte ich mir, für das Geld musst du sie jetzt mitnehmen. Und deswegen sind diese beiden fetten Bücher hier noch bei mir eingezogen. Ich will mal gucken, dass ich die Reihe auch recht zeitnah lese, denn ich finde, das klingt sehr, sehr interessant mit diesem Hexenzirkel und warum es Engelsforce-Reihe heißt. Bin ich auch mal sehr gespannt. Und mein Akku blinkt, deswegen muss ich mich jetzt beeilen. Das waren meine Neuzugänge auch vom Juli. Es sind einige gewesen, aber einige habe ich auch schon gelesen. Von daher ist es nicht ganz so dramatisch, dass es wieder ein paar mehr waren. Wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr auch so viele Neuzugänge oder sagt ihr, nö, ich kaufe ein Buch nur, wenn ich es auch lese oder mal maximal so 2, 3. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich auch wie immer, wenn ihr eins von den Büchern kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung natürlich auch wie immer unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.